Gecko und der allmächtige Stein. Kung-Fu? Ja, das habe ich gerade gefunden. Es steckt voller cooler Geschichten über Kung-Fu-Meister. Seht euch mein Buch an. Es handelt von den stärksten Athleten der Welt. Wow. Wow! Aber es kommt noch besser. Schaut, was er alles gewonnen hat. Pokale und Medaillen. Hey, vielleicht gewinne ich mal eine Medaille. Ich glaube, es gibt keine für Super-Gecko-Stärke. Komm mit, wir lesen im Park weiter. Wenn ich nur was gewinnen könnte, um zu beweisen, dass ich stark bin. Greg? Was ist mit den Laternen passiert? Die sind ja total verbogen. Wow, wer das gemacht hat, war echt stark. Mag sein, Gecko, aber dafür bekommt man keinen Pokal. Und es ist auch nicht in Ordnung. Wer war das? Hm, im Hauptquartier finden wir es heraus. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. PJ Masks. Zum Gecko-Mobil. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Vorsicht! Ein riesiger Stein rumpelt durch die Stadt? Schnell, habe ich gesagt, ihr Ninja-Faulpelze. Ich muss diesen Stein spalten. Nacht-Ninja, was führt er im Schilde? Er muss zerbrechen. Nichts und niemand übersteht meinen Mega-Dreifachschlag! Au, au, au! Übst du einen neuen Tanzmove ein, Nacht-Ninja? Nicht mal annähernd. Ihr Pyjama-Plagegeister habt keine Ahnung, was ich hier habe, nicht wahr? Einen riesengroßen Stein? Nicht nur irgendeinen Stein. Meine Ninjalinos haben ihn von einem antiken Tempel weit oben auf einem Berg tausende Kilometer entfernt bis hierher gerollt. Er ist der allmächtige Stein. Der allmächtige Stein? Davon habe ich im Kung-Fu-Buch gelesen. Es gibt eine Legende darüber. Darin versteckt ist ein wertvolles Medaillon. Wie das hier? Das sieht aus wie eine Medaille. Ein Medaillon, keine Medaille. Nur der stärkste Held kann den Stein zertrümmern und es freilegen. Und mit stärkstem Held meine ich mich. Stärkster Held? Aber du bist doch gar kein Held. Wartet nur, bis ich dieses Medaillon an meinem Hals trage. Dann wird euch das Lachen vergehen. Ein Medaillon für einen Superstarken, hä? Huh? Wenn ich es hätte, wüssten alle, dass ich der Stärkste bin. Gecko, was redest du denn da? Wenn ich den Stein zertrümmere, dann kriegt nicht Nacht-Ninja das Medaillon, sondern ich. Ich trage es wie die Athleten aus meinem Buch. Setzt eure Kung-Fu-Fähigkeiten ein, Ninjalinos. Ah! Ihr müsst fester zuschlagen. Und zwar so. Hi-ya! Du bist nicht stark genug, aber ich wette, ich bin es. Gecko, hör auf. Aber wenn ich ihn zerbreche und das Medaillon bekomme, dann kann Nacht-Ninja keine anderen Sachen mehr zertrümmern. Träum ruhig weiter, Eidechsenfuß. Ninjalinos, rollt den Stein. Weiter so, er geht sicher bald zu Bruch. Wenn der Stein weiter so herumrollt, macht er noch die ganze Stadt platt. Wir müssen ihn aufhalten. Stein zerbrechen. Niemand kann diesen Stein zerbrechen, Gecko. Wir müssen ihn nur aufhalten. Das würde doch beweisen, dass ich super stark bin.
Ich könnte es an die Wand hängen. Du bist super stark. Wenn du diesen Stein triffst, fliegt er weg wie nichts. Probieren wir was anderes. Ich laufe im Kreis um Nachtninja und seine Ninjalinos herum. Ja, und ich fliege mit Gecko hin, damit er... Den Stein zertrümmern kann? Nein, wir bringen ihn ins Hauptquartier. Na gut. Na dann los. Super Katzentempo. Happy, und jetzt trage ich ihn ins Hauptquartier. Nur ein Versuch kann ja nicht schaden. Super Gecko-Muskel! Ups, Gecko! Er hat euch den Plan verdorben und mit seinen winzigen Eidechsenärmchen hat er nichts zerbrochen. Und jetzt seht zu, wie der Ninja-Meister seine Stärke einsetzt. Ninja-Spitterschlag! Der Spielplatz! Oh nein! Eulenflügel winkt! Fang ihn, Gecko! Gut gemacht, Gecko. Danke. Wie wär's mit einem weiteren Versuch? Hä? Aber... Ich bin auch ganz vorsichtig. Ich weiß, dass ich sie kriegen kann. Erst recht mit meinem Super-Gecko-Dreifachschlag. Diese Eidechse hat ja gar keine Kraft. Ach ja? Nächstes Mal klappt's. Wirst schon sehen. Ninjalino Rambock! 1, 2, 3! Was? Ich bin absolut stark genug. Gecko Steinbrecher! Noch immer nicht zerbrochen. Ein weiterer Versuch. Jetzt wird's langsam ganz schön albern. Albern war doch auch schon Nachtninja, hängend am Laternenpfahl mit dem Seitwärtsfußstoß. Da ist er! Ich mach ihn kaputt, ihr werdet schon sehen. Und wenn ich ihn dafür gegen das härteste Gebäude der Stadt schmettern muss. Na, ratet mal, welches das ist. Nicht unser Hauptquartier! Wenn es dabei kaputt geht, können wir keine PJ Masks mehr sein. Das darfst du nicht tun, Nachtninja! Ich hatte gedacht, du verstehst das, Eidechsenfuß. Du hast doch selbst versucht, ihn zu zertrümmern. Springt! Ringendes Reptil! Das werde ich nicht zulassen! Oh nein! Er kommt auf uns zu! Steh doch nicht einfach da und glotzt! Puh! Flatternde Federn, das war knapp! Nachtninja dreht völlig durch! Das ist alles meine Schuld. Super Gecko-Muskeln! Tut mir so leid. Ich hätte den Stein ins Hauptquartier bringen sollen. Hab ich aber nicht. Der Stein hat euch beinahe erwischt. Ist schon gut. Wir sind entkommen und das Hauptquartier steht wieder. Aber ihr seid in Gefahr gewesen. Jeder ist in Gefahr, solange dieser Stein noch rumpoltert. Ich fürchte, du hast leider recht. Macht euch zum Staunen bereit! Wenn wir das hier verwenden, wird der Stein noch viel härter aufschlagen. Niemals! Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir hatten schon genug Ärger mit diesem Stein. Niemand hält mich auf, Eidechsenbubi. Das Medaillon wird mir gehören. Gecko, nein! Lauf! Weg mit dir von hier! Super Gecko-Muskel! Wow, das war aber wirklich ein mega harter Schlag. Ja, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Ich habe mich vorher noch nie so stark gefühlt. Weil du uns vor dieser Gefahr retten wolltest, Gecko. Und dafür hast du deine ganze Superstärke rausgeholt. Ihr habt recht. Gib das Medaillon zurück. Es gehört mir. Niemals. Es gehört dir nicht. Aber ich habe den Stein zertrümmert. Ich habe ihn auf euer Hauptquartier geworfen. Du hast ihn geworfen, aber Gecko hat ihn zertrümmert. Mit seiner Superkraft. Aber das ist doch Unsinn.
Wie kann eine Eidechse stärker sein als ich? Weil wahre Stärke darin liegt, sich um seine Freunde zu kümmern. Wo bleibt denn da der Spaß? Na gut, ihr Baby Masks könnt es behalten. Aber ich komme wieder, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Und euch schicke ich in diesen alten Bergtempel zurück, wo ihr noch mehr trainieren müsst, Ninjalinos. Du hast dieses Medaillon definitiv verdient, Gecko. Danke. Aber es stammt von weit her und es gibt eine Legende darüber. Wer braucht denn schon ein Medaillon? Ich gebe es dem Museum, dann können es alle bewundern. Cool. Und vielleicht kannst du irgendwie anders deine Stärke beweisen, bevor wir fertig sind. Mhm. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Wer den Stein zertrümmert hat, war super stark. Und wer es war, bleibt ein Geheimnis. Nur Geduld, Catboy. Wow, schaut euch den coolen Super-Kid-Pokal an. Den will ich unbedingt gewinnen. Aber die Wettläufe sind schwer. Der Eierlauf, das Dreibeinrennen, das Ballrennen. Wenn ich mein Catboy-Tempo hätte, würde ich den Pokal sicher gewinnen. Mit normalem Connor-Tempo habe ich keine Chance. Es gewinnt immer der Schnellste. Nicht alle Super-Kid-Pokal-Wettläufe werden mit Tempo gewonnen. Hast du denn noch nie gehört, dass in der Ruhe die Kraft liegt? Oh, das stimmt doch nicht. Es gewinnen immer nur die Schnellsten. Connor, das ist die falsche Richtung. Der Pokal ist hier auf dem Sportplatz. Oh, na ja, aber ich bin trotzdem schneller als ihr. Kommt mit. Der Pokal, wo ist der? Seht mal, Ninjalino-Fußabdrücke. Also hat ihn Nachtninja gestohlen. Wir müssen ihn zurückholen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Greg wird zu Gecko! Ja! Connor wird zu Catboy! Die PJ Masks! Schaut, Ninjalinos! Aber warum trainieren sie? Ich wette, das hat was mit dem gestohlenen Pokal zu tun. Zum Katzenflitzer! Wir wissen, dass du den Super-Kid-Pokal geklaut hast, Nachtninja. Gib ihn zurück, sofort! Na klar, Pyjama-Plagegeister. Aber vorher müsst ihr mit mir drei Wettläufe machen. Derjenige, der die meisten gewinnt, kriegt den Pokal. Und er wird mir gehören, denn ich bin der Beste. Niemals. Niemand kann mich besiegen. Ich bin Catboy, der schnellste Held in der Nacht. Dann willkommen zu meinem super Herausforderungswettlauf, wo ich, Nachtninja, beweisen werde, dass ich der größte Läufer bin, den die Nacht je gesehen hat. Luna Girl, was willst du hier? Nun, ich fand, ein unfairer Wettlauf verdient auch einen unfairen Schiedsrichter. Wie mich. Eine Schurkin als Schiedsrichterin? Niemals! Sie lässt sich doch gewinnen. Oh, das stimmt. Macht mit oder lasst es einfach sein. Wir sind dabei. Wir werden so klar vorne liegen, dass sogar Luna Girl zugeben muss, dass wir gewonnen haben. Hervorragend. Und hey, wo ist jetzt der Pokal? Ich würde ihn sehr gerne sehen. Nicht jetzt. Aber du wirst ihn noch lange genug bestaunen können, sobald ich ihn gewonnen habe. Finde diesen Pokal, Motte. Ich wette, er glänzt und ist wunderschön. Und ich will alle glänzenden und wunderschönen Dinge haben. Im ersten Wettkampf trägt jeder Wettstreiter ein Ei bis zum Ende der Bahn. Auf einem Löffel. Hä? Hey! Möge der frechste Wettstreiter gewinnen! Auf die Plätze! Fertig! Los! Hä?
schon vergessen. Aber ich muss aufholen. Jetzt wird es Zeit, mal so richtig Gas zu geben. Super Katzentempo! Mach langsam, Catboy! Catboy! Gut gemacht, Ninji. Oh, ich bin ein Gewinner. Man sollte mich Nachtgewinner nennen. Ein Rennen habe ich schon gewonnen und es fehlen nur noch zwei. Mag sein, dass wir dieses verloren haben, aber dafür gewinnen wir das nächste. Es ist Zeit für den Wettlauf Nummer 2. Aber wie sollen wir rennen können, wenn wir aneinander gefesselt sind? Ich weiß es nicht. Mir kommt's einfach vor. Hey, du schummelst. Das lasse ich durchgehen. Was habt ihr erwartet? Ich bin eine Schurkin. Auf die Plätze, fertig, los! Habt ihr den Pokal gefunden? Dann sucht weiter, ich will ihn. Catboy, sobald ich fliege, setzt du den Superkatzensprung ein, damit wir beide Gecko hochheben können. Alles klar, beeil dich. Auf drei. Eins, zwei. Oh! Warte, Catboy! Ich bin stark, aber ich bin noch kein Gummiband. Versuchen wir es nochmal, aber mit Ruhe. Okay. Wir müssen absolut im Gleichschritt laufen. Eins, zwei, 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 bis ihr Klebeklatscher abkriegt. So ein Schummelschurke. Keine Sorge, wir sind noch im Rennen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Was? Ihr habt doch gesagt, wir haben Zeit für ein Päuschen. Du hattest recht. Wir werden gewinnen. Oh, oh. Aber nur, wenn wir im letzten Abschnitt noch richtig Gas geben. Na los! Oh nein! Wow! 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 Hey! Wir hätten fast verloren. Haben wir aber nicht. Wir haben gewonnen. Ja, schlechte Nachrichten, Ninji. Das ist alles eure Schuld, Ninjalinos. Wow! Okay, ein Wettlauf hat Ninji gewonnen, einen die Pyjama-Plagegeister. Also, wer den letzten Wettlauf gewinnt, bekommt den Pokal. Wir dürfen nicht verlieren. Und da ihr nutzlosen Motten den Pokal nicht gefunden habt, liegt es jetzt an mir. Gute Neuigkeiten, ich steige ins Rennen mit ein. Hey! Keine Sorge, Ninji. Ich sorge nur dafür, dass du gewinnst. Es sei denn, ich besiege ihn rein zufällig. Du hast nie gesagt, dass wir auch gegen Luna Girl antreten. Pech, Flatterfeder. Sie ist unsere Schiedsrichterin. Also macht sie auch die Regeln. Okay, aus jedem Team muss ein Teilnehmer auf einem dieser Riesenbälle balancieren. Oh, ich. Niemand balanciert so gut wie eine Katze. Okay, aber vergiss nicht, bleib ruhig und gelassen. Auf die Plätze, fertig und los! Bleib ganz ruhig, bitte. Dann gewinnen wir. Oh, oh. Um den Super-Kid-Pokal zu gewinnen, muss ich schneller werden. Super-Katzen-Tempo! Ich bin zu schnell. Ich kann nicht mehr ausweichen. Haha! Oh, schnappt ihn euch! Du hinterhältige Betrügerin! Ich sollte doch gewinnen. Ups. Meine Schnelligkeit hat mir nicht geholfen. Wenn wir den Pokal wiederhaben wollen, muss ich mit Ruhe und Geduld vorgehen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Hey, wir haben alle ein Rennen gewonnen. Es ist Gleichstand. Wir brauchen eine letzte, unglaubliche Herausforderung. Und wer die gewinnt, bekommt den Pokal.
Okay, wir laufen von hier bis zum Sportplatz auf diesen Riesenbällen. Und was soll daran so unglaublich sein? Ja, das haben wir schon getan. Aber habt ihr dabei auch ein riesiges Ei auf einem Löffel getragen? Ist ja babyleicht. Okay, aber mit Ninjalinos auf unseren Köpfen. Das wird einfach. Der Katzenklo-Bubi wird wieder versagen. Und ich gewinne. Niemals. Ich gewinne. Hey! Wow! Ich weiß. Mit Ruhe und Geduld. Mit Ruhe und Geduld, mit Ruhe und Geduld. Gib Gas oder du verlierst, Schleicher. Hey! Oh. Wow. Schuld. Meine Schuld? Du bist die Schummlerin. Ja! Aha, danke, Ninjalinos. Diesen Pokal haben wir wieder zurück. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Connor ist der Gewinner des Superkid-Pokals. Connor! Connor! Catboy und die Mondkuppel. Schaut mal her! Ich mach den Sprinkler. Und ich mach die Welle. Seht her, der Roboter. An wen erinnert er euch? Ich liebe dich, Romeo. Ich freue mich schon so, wenn alle morgen unsere Moves auf dem Schulball sehen. Ich kann's kaum erwarten. Ich habe sogar einen neuen Spezialmove. Den wirbelnden Tornado. Den wirbelnden was? Den habe ich im Fernsehen gesehen. Der geht so. Der ist cool. Wie machst du den? Stell dich auf die Zehenspitzen, hebe ein Bein hoch, schleudere die Arme weg und wirble herum. Du bist dran. Ein Bein hochheben, Arme wegschleudern und... Oh! Oh, 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 oh. Okay, Leute, das ist nicht witzig. Das war gar kein cooler Move. Ist er doch. Er erfordert nur viel Übung. Ich habe viele coole Moves drauf. Ich brauche keinen neuen. Und ich muss mich nicht auslachen lassen. Flatternde Federn. Luna-Motten? Das ist eine Einladung von Luna Girl. Habt ihr Lust auf eine irre Party? Bringt eure Tanzschuhe mit. Wir treffen uns heute Nacht vor eurem Hauptquartier. Sie lädt uns zu einer Party ein? Irgendwie zu nett für sie. Vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen und möchte sich mit uns versöhnen. Eine Tanzparty wäre doch eigentlich lustig. Wir üben unsere Moves. Wie den wirbelnden Tornado, Connor. Also, ich weiß nicht so recht. Eine irre Party klingt ein wenig verdächtig. Und genau deshalb sollten wir hingehen. Wir kriegen raus, was sie vorhat. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht tanzen wir famos. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulette! Ja! Greg wird zu... Gecko! Ja! Connor wird zu... Catboy! Die PJ Masks! 1, 2, 3, 4 und über den Boden glitten wir! Luna Girl lässt schon die Party steigen! Lasst uns gehen! Danke für die Einladung, Luna Girl! Willkommen zu meiner Party! Warte, sind das die
Lautsprecher aus der Schule? Yep. Du hast dir die Schulausrüstung ausgeliehen? Ich hab sie nicht ausgeliehen, ich hab sie gestohlen. Für unsere Tanzparty. Gern geschehen, ihr Plagegeister. So spricht man aber nicht mit seinen Gästen. Gästen? Nein, Gäste können gehen, wann sie wollen. Aber ihr? Ach was, ihr werdet es schon merken, wenn ihr das hier seht. Was? Ihr seid gefangen, ihr Pyjama-Party-Pupser. Aus meiner Mondkuppel gibt es keinen Entkommen. Wolltest du dich nicht mit uns versöhnen? Nein, keineswegs. Oh, und diese Kuppel, sie schließt euch rundum ein. Von ganz oben und sie geht bis ganz in die Erde. Und während ihr festsitzt, klaue ich auch noch die anderen Sachen vom Schulball. Was? Ich möchte nicht, dass auch andere Spaß beim Tanzen haben. Auf meiner Party geht es nur um mich. Flatternde Federn. Die Tanzveranstaltung wird abgesagt, wenn sie alle Sachen klaut. Dann wird nichts aus unseren coolen Moves. Gackerner Gecko. Und ich wollte doch meinen Roboter vorführen. Wir werden niemals zulassen, dass Luna Girl allen den Spaß raubt. Wir müssen hier raus. Ich mach das schon. Super Gecko-Muskeln. Ich kann sie nicht bewegen. Und ich kann nicht rausfliegen. Die Kuppel reicht bis in die Erde rein, also können wir nicht drunter. Mach doch eine superschnelle Drehung und wirbel damit einen Tunnel. Das ist eine tolle Idee. Das ist wie der Tanzmove Wirbelnder Tornado, Catboy. Vermutlich hat das Ähnlichkeit damit. Du brauchst nur etwas Übung. Das mache ich keinesfalls nochmal. Das war peinlich. Überlegen wir uns was anderes. Du schaffst das schon. Ich zeig's dir nochmal. Komm schon, stell dich auf deine Zehenschwitzen, heb ein Bein und dann loswirbeln. Aber mit Superkatzentempo. Na gut. Ultra komischer Katzenklo-Bubi. Schade nur, dass du deine Moves nicht vorführen wirst. Und was wäre schon eine Party ohne die hier? Wir halten dich auf, Luna Girl. Nicht, solange ihr in der Kuppel eingesperrt seid. Bis bald, PJ-Wohltäter. Die Mondkuppel reicht wirklich bis in die Erde hinein. Und wenn ihr vielleicht den wirbelnden Tornado-Move ausprobiert? Das funktioniert nicht. Nur du kannst dich schnell genug drehen, um einen Tunnel unter die Kuppel zu graben. Vielleicht könnt ihr irgendwie anders helfen. Okay, bei drei greifen wir alle die Kuppel an. Sie ist nicht stark genug gegen unsere vereinten Kräfte. Eins, zwei, drei, los! Super Gecko-Muskel! Eulenflügelwind! Super Katzensprung! Nette Moves, Pyjama-Plagegeister. Noch nicht bereit für die Party? Also ich bin soweit. Oh, ich liebe Ballons. Erst recht, wenn sie anderen gehören. Probier den wirbelnden Tornado aus. Ich weiß, dass du den kannst. Hey, Catboy, bist du in letzter Zeit herumgewirbelt? Ach nein, ich vergaß. Das kriegst du ja nicht hin. Aber ich... Gackerner Gecko, wir kommen hier wohl nie wieder raus. Es sei denn, Catboy probiert... Probiert einen neuen Plan. Und hier ist er. Ich habe zwar den Move nicht drauf, aber dafür kann ich im Superkatzentempo in der Kuppel so schnell im Kreis flitzen, dass sie dabei in die Luft abhebt. Catboy erreicht ultimatives Tempo. Catboy hält aber nicht mehr lange durch. Das aktiviert die Mondlichter. Hübsche Lichter und auch hübsche Luftschlangen. Das wird ja immer besser und besser. Für mich natürlich, nicht für euch. Catboy, ich weiß, dass du das nicht willst, aber... Vergiss es. Ich werde nur wieder ausgelacht. Aha, diesmal habe ich einen richtig guten Plan. Okay, Team. Wir feuern Fellbälle ab und nutzen das Katzenflitzer-Katapult. So werden wir die Kuppel durchbrechen. Fellbälle abfeuern! Katapult! Die Party ist vorbei, Luna Girl. Oha! Schleudersitz, Schleudersitz! Ringendes Reptil! Das ist ja ein Albtraum! Das Hauptquartier wird von den Fellbällen zerstört! Es tut
tut mir leid. Ich wollte uns hier rausholen, aber jetzt ist alles nur noch schlimmer. Und der Schulball wird nicht stattfinden. Und auch keine coolen Moves. Es gibt nur einen coolen Move, der uns retten kann. Aber den kannst nur du, Catboy. Ja, der einzige Weg hier raus ist unten durch. Und der einzige, der schnell genug graben kann, bist du. Ich weiß. Ich hätte auf euch hören sollen wegen des wirbelnden Tornado-Moves. Ihr hattet recht. Okay, auch wenn ich's vermassle, ich lasse euch nicht hängen. Höchste Zeit, dein Held zu sein. Los jetzt, Catboy, du schaffst es. Wow! Jetzt auch? Der Tanzwettbewerb ist nun mehr als gefährdet. Aber ich werde den Wettbewerb retten. Es ist mir egal, wie albern ich aussehe. Du solltest dich damit bei einer Comedy-Show bewerben. Ist schon gut, Catboy. Ein Bad war nötig. Albern oder nicht, jetzt komme ich. Wirbelnder Tornado! Gemacht. Du hast es geschafft? Na! Retten wir den Schulball. Was? Ah! Nein! Super Gecko Muskel! Weißt du was? Du hast ein gutes Rhythmusgefühl. Wirklich? Das sagst du nicht einfach nur so? Ich mein's ernst. Zeig uns deine Moves. Stampf weiter und dann machen wir den wirbelnden Tornado. Oh ja, das gefällt mir. Schau sie dir an. Kämpfer kriegt die Drehung richtig gut hin. Bringe mir jetzt die Sachen zur Schule zurück. Luna Girl wird es wohl nichts mehr ausmachen, weil sie so viel Spaß hat. PJ Masks ruft laut Hurra! Jetzt wird die Party doch noch wahr! Du kriegst das richtig gut hin, Connor. Danke. Wow! Wow, tolle Fußarbeit, Connor. Ich bin ausgerutscht. Wisst ihr was? Ich nenne das meine berühmte Rutschdrehung. Man dreht sich, rutscht nach vorne und dreht sich weiter. Möchte das sonst noch jemand versuchen? Ja! Los geht's! Alle bereit? Catboy mal 4. Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Supertarnung, schleich mich an und schnapp sie mir. Dann wirfst du sie mir zu, ich gebe sie an Catboy weiter und... Oh, ich habe eine bessere Idee. Ich schnapp sie mir jetzt gleich. Superkatzen-Tempo! Was? Oh. Catboy! Na, gefällt's dir da oben, Miezekatze? Lass ihn runter, Roboter! Supergecko-Muskel! Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Wie wär's denn damit? Lasst uns diesmal alles gemeinsam machen. Ich flieg zuerst Gecko weg und dann... Warte, wie wär's mit einem Superkatzensprung? Super-Gecko-Tarnung. Wow, gib sie mir zurück. Warte, was machst du da? Lass das. Super-Gecko-Muskeln. Nein. Das werdet ihr mir noch büßen, Peter. Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboterfreund? Die PJ Masks waren mal wieder ganz groß. Wie immer. Aber es war schon wieder ziemlich knapp. Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen. Tut mir leid. Ich wollte nur, dass wir gewinnen. Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball, oder noch besser, wir spielen Fußball. Seht euch das mal an.
Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen. Aber wie? Die Maschine ist doch im Hauptquartier. Wir sehen mal nach. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulette! Ja! Greg wird zu... Gecko! Ja! Connor wird zu... Catboy! PJ Masks! Katzenohren! Ich höre Romeo! Wie bist du an die rangekommen? Die ist im Hauptquartier! Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich! Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, habe ich von ihr ein Duplikat angefertigt. Und hier ist es. Eine Vervielfältigungsmaschine? Ha! Vervielfältigter Roboter? Gar keiner Gecko, wir müssen ihm die Maschine wegnehmen. Ich habe eine Idee. Ich fliege runter und nehme sie Romeo weg. Dann gebe ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst sie Gecko. Ich ziehe das blinkende Ding raus und schalte es aus. Macht euch bereit für meine Super-Gecko-Muskeln. Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt. Warte! Zeit für noch mehr Roboter. Und dann waren es vier. Katzenbrüller! Wow! Wie nett von euch, meine Roboterarmee zu vergrößern. Roboterarmee? Ganz recht. Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage. Und wenn wir uns weigern? Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht. Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt. Okay, zurück zu unserem Plan. Achtung, Fellbälle! Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch. Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super Eulenaugen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du flatternder Trottel! Der Fellballknopf klemmt. Er feuert weiter. Ah! Hä? Alles gut, nichts passiert. Ja, mir geht's auch gut. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Catboy, du wurdest vervielfältigt. Ich weiß. Ich weiß es auch. Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso. Die Roboter, schaut! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine. Sie soll euch vervielfachen, nicht die PJ Masks. Wirf mir die Maschine zu, dann ziehe ich das blinkende Ding raus. Ich kann nicht, es sind zu viele Roboter. Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe? Ja! 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 Ringelndes Reptil, jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys. Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon. Wir werden diese Roboter rollen. Nein! Ja! Das war's, Roboter. Nicht so schnell. Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne. Was macht ihr da? Ihr müsst sie wegrollen lassen. Ich habe eine bessere Idee. Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird. Ich jag den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat. Und ich laufe mit meinem so weit ich kann. Das ist ein super Training. Tschüss. Vorsicht! Roboter, werf diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen. Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch. Ich habe noch eine Idee. Und mit diesen Catboys kann nichts schiefgehen.
Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen. Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später. Schnell! Pyjama-Plage-Geister! Die Roboter! Bauen wir stattdessen eine Roboterfalle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen. Ich baue ein Roboter-Katapult. Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern. Wartet, stopp! Wir brauchen diese Baumstämme. Ich brauche sie. Stopp! Haltet euch an den Plan, bitte! Ziehen wir meinen Plan durch. Mein Plan! Wartet ab, bis ihr mein Katapult seht. Das ist unfassbar! Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch. Genau wie du. Ich kann das noch hinkriegen. Ich hol die Maschine. Keine Sorge. Catboy legt Tatze an und schnappt sich den Vervielfältiger. Roboter, schnapp die Plagegeister! Oh! Du hast meinen Plan zerstört. Hey! Und du meinen. Pass auf! Boah, ist das schwer! Eine Catboy-Kopie, Meister! Eine Catboy-Kopie, Meister! Das ist eine Katastrophe! Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team, schon vergessen? Tut mir leid, ich hab's vergessen. Und meine Kopien erst recht. Entschuldigung! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Super Katzentempo! Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen. Irgendeine Ahnung wie, Team? Ich habe eine tolle Idee. Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen. Lasst die Catboys los und schnappt sie euch. Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumstammerfindungen. Hallo! Au, ouch! Oh, ouch! Oh! Ja! Hier kommt der Rest. Alle auf eure Position. Kommt schon, Roboter! Was führt ihr Pyjama-Plagegeister im Schilde? Oh. 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 Roboter-Hassenwasser! Und jetzt der letzte. Super Katzentempo. Schnapp dir die Katze, Roboter! Nein, nein, nein! Oh. Geh runter von mir! Wir haben es geschafft. Jetzt streng deine Gecko-Muskeln an. Aber wenn ich das blinkende Ding rausziehe, verschwindet ihr. Wir verschwinden nicht. Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy. Das nenne ich ein Team. Tu es, Gecko. Super Gecko-Muskeln! Ja! Ja! Euch kriege ich schon noch Pyjama-Plagegeister. Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden, aber mich werdet ihr niemals los. Sperren wir das Ding mit dem anderen weg. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Alles ist wieder ganz normal. Und du bist auch wieder normal, Connor. Total. Und was wollen wir heute spielen? Wie wär's mit Basketball? Fußball. Ich liebe Fußball. Lasst uns das spielen. wie wär's, wenn ihr diesmal entscheidet? Oilette, die Meisterpilotin. Ich freue mich schon so auf die Looping-Flugschau heute. Die haben da einen Heißluftballon und ganz viele altmodische Flugzeuge, die durch die Luft fliegen. Genau wie ich. Hey, wo sind denn die Flugzeuge? Keine Ahnung, gestern Abend standen sie noch flugbereit hier, aber heute Morgen waren sie weg. Es tut uns sehr leid, die Veranstaltung wird abgesagt. Das ist ja furchtbar. Wer klaut denn so viele Flugzeuge? Hier drüben.
Schaut euch die kleinen Fußabdrücke an. Die stammen von den Ninjalinos. Nacht Ninja hat einen großen Fehler gemacht. Niemand überflügelt mich auf einer PJ Masks Mission. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Echo. Ja! Connor wird zu Catboy. Die PJ Masks. Zum Eulengleiter. Diese Flugzeuge sollten an der Looping-Flugschau teilnehmen, Nacht-Ninja. Wozu denn das? Es kann sie doch niemand so gut fliegen wie ich. Fangt mich, wenn ihr könnt. Keine Sorge, PJ Masks. Selbst mit geschlossenen Augen fliege ich besser als diese Ninjas. Eulengleiter Turbo! Ich verwirre sie mit den Lichtstrahlen, damit sie landen müssen. Gib Acht, Eulette. Nacht-Ninja führt immer etwas ganz Gemeines im Schilde. Er hat doch keine Chance gegen eine fantastische Pilotin wie mich. Flugmanöver 77, jetzt! Aber... was? Klebegreifer aktiviert! Nein! Eulette! Was ist da los? Keine Ahnung! Ich komme hier nicht vom Fleck! Jetzt nehmen wir unser Spatzenhirn und ihre Freunde auf einen wilden Ritt mit. Los geht's! Schlange, stopp! Wie meinen, mein schuppiger Freund? Hast du Absturz gesagt? Gut, wie du willst. Zieht die Klebegreifer wieder ab. Wieder ein Fluggerät außer Betrieb. Jetzt fehlen nur noch ein paar und dann bin ich der Einzige und der beste Pilot am Himmel. Viel besser als du, Spatzenhirn. Was meint er damit, dass er der einzige Pilot am Himmel ist? Vielleicht will er auch den Heißluftballon von der Flugshow klauen und alles andere in der Stadt, das fliegen kann. Eulette, verfolge ihn. Aber der Eulengleiter ist kaputt. Du brauchst den Eulengleiter nicht. Du kannst auch ohne ihn gut fliegen. Ich kann nicht. Wie meinst du das? Ich meine, er ist zu gut. Ich kann nicht so gut fliegen wie er. Was? Du kannst hervorragend fliegen. Dass er den Eulengleiter zerstört hat, ist doch nicht deine Schuld. Ja, und wir helfen dir. Wir bringen den Eulengleiter ins Hauptquartier zurück und dann machen wir einen Ausflug ins Museum. Das war gar nicht so schwer. Wie gut, dass dieses alte Flugzeug noch im Museum stand. Cool, hä? Puh. Ihr macht das hervorragend. Ihr werdet Nacht-Ninja schon fangen. Aber du bist doch der PJ-Flugexperte. Also tun wir, was du sagst. Was ich sage? Aber... da sind sie. Sie werden sich den Heißluftballon mit den Klebegreifern schnappen. Okay, Eulette. Wie fliegen wir, um sie aufzuhalten? Was sollen wir tun? Nacht-Ninja darf uns nicht noch ein Fluggerät wegnehmen. Okay, keine Sorge. Wir versuchen es. Los, PJ Masks! Was? Halt an! Ich weiß nicht wie! Das
Brüller! Leider kann ich nicht bleiben. Ich muss wegfliegen. Was war denn los, Eulette? Wir hätten dich da oben gebraucht. Es tut mir leid. Nacht-Ninja und die Ninjalinos sind so gut. Habt ihr ihre Manöver nicht gesehen? Sie sind nicht so gut wie du. Und wir können auch nicht so gut fliegen. Du musst uns helfen. Das schaffst du, Eulette. Ganz sicher. Na gut. Eulenaugen! Sie haben das Raumschiffmodell aus dem Museum geklaut. Nacht-Ninja darfst du etwas nicht machen. Also, wie lautet der Plan? Vielleicht könnten wir... Wir könnten? Nein, das klappt nicht. Ist schon gut. Wir überlegen uns unterwegs was. Catboy eilt zur Rettung! Catboy! Unternehmbar! Oh nein! Zieh es hoch! Zieh es hoch! Ich versuch's ja! Wir haben ihn verloren. Er ist so gut im Abdrehen und Abtauchen und in allem. Ich kann da nicht mithalten. Warte! Wo willst du hin? Zum Hauptquartier. Ohne mich seid ihr besser dran. Nein, sind wir nicht. Wir brauchen dich. Du bist die beste Fliegerin, die wir kennen. Wir glauben an dich. Na, wenigstens ihr. Nur du kannst uns das Fliegen beibringen. Wenn du es nicht tust, dann stoppt sich Nacht-Ninja jedes Fluggefährt in dieser Stadt. Habt ihr mich vermisst, PJ Masks? Es wird Zeit, noch ein Fluggerät zu klauen. Okay, Eulette, sie kommen direkt auf uns zu. Vielleicht sollten wir uns hinter dem Hauptquartier verstecken und einen Überraschungsangriff starten. Na gut, dann folgt mir. Sie kommen näher. Der kaputte Eulengleiter muss wohl im Hauptquartier sein. Während diesem Pyjama-Federvieh schwindelig wird, reißen wir das Hauptquartier ein und zerschmettern den Eulengleiter für immer! Catboy, nach links! Oh nein, ich meinte nach rechts! Dreh um! Wir Catboy. Eulette, du bist fantastisch geflogen. Danke. Das war unglaublich, Eulette. Aber jetzt müssen wir Nacht-Ninja aufhalten. Und du bist die Einzige, die wirklich fliegen kann. Du hast es gerade bewiesen. Ihr habt recht. Er kann zwar ganz gut fliegen, aber jetzt werde ich ihm zeigen, worum es beim Fliegen wirklich geht. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Denk schnell nach, Eulette. Sie hängen am Hauptquartier fest. Und das bedeutet... Zieht! Ja! Catboy, auf mein Kommando! Nase hoch und Vollgas voraus! Fertig! Zieht! Na endlich! Seid ihr gekommen, um euren kleinen Turm einstürzen zu sehen? Nicht, solange ich fliegen kann. Catboy, behalte Nerven und Flügel unter Kontrolle und folge mir! Wenn ich sage runter, drückst du den Hebel fest nach vorn. Runter! Schnappt sie euch! Und jetzt hoch und quer! Spiral, hoch nach rechts! Fangt sie, Ninjalinos! Jetzt müssen wir die Flugzeuge erwischen. Gecko, wir brauchen deine Superstärke. Catboy, folge mir. Kommt näher und bleibt ruhig. Super Gecko-Muskel! Bereit zur Landung, fliegender Catboy? Bereit, Captain Eulette. Nächstes Mal kriege ich euch, ihr Pyjama-Plagegeister. Ihr werdet schon sehen. Jetzt holt mich hier runter, Ninjalinos! Cooles Chamäleon, das war super!
Du bist die beste Pilotin aller Zeiten. Wahrscheinlich ist es so. Leute, schaut mal. Da sind all die anderen Fluggeräte. Und wir haben noch genug Zeit, sie vor morgen früh zurückzustellen. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Es war nicht übel, aber wenn ich fliegen würde, würde ich ein Looping machen und dann eine gedrehte Häschenhüpferdrehung wie diese hier. Cat Boys Wolkenkrise. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Hab dich! Ich krieg euch! Katze, sie hassen es, nass zu werden. Wir nicht! Kommt schon! Auf in die Sprinkler! Was ist so toll an Sprinklern? Es ist doch nur ein bisschen Wasser, Connor. Ich weiß. Es hat mir aber gerade Spaß gemacht, Fang zu spielen. Jo! Vielleicht versuchst du nur ein kleines bisschen nass zu werden. Es ist schön kühl. Aber mir ist nicht heiß. Okay, aber du verpasst was. Ich komme! Hä? Hä? Was ist passiert? Hey, wieso kommt kein Wasser mehr? Hä? Hä? Was ist hier los? Wo kommen die Wolken her? Was ist passiert? Hä? Es ist so kalt. Was, wenn es so schrecklich kalt bleibt und wir nie wieder draußen spielen können? Keine Angst, das wird nicht geschehen. Wir müssen rausfinden, woher diese Wolken kommen. Folgen wir dem Schlauch. Der führt zu dem Tank, in dem das Wasser für die Sprinkler gelagert wird. Und der ist jetzt leer. Aber warum waren die Wolken in dem Tank und wer hat sie da reingesteckt? Eine Motte, das bedeutet Luna Girl. PJ Masks, jetzt nichts wie los, denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Oilette. Ja. Greg wird zu Connor wird zu Catboy. Die PJ Masks. Wenn wir nicht wollen, dass noch mehr Wolken auftauchen, müssen wir Luna Girl finden. Schauen wir noch mal beim Sprinklertank vorbei. Vielleicht finden wir einen Hinweis zum Katzenflitzer. Girl. Was für eine Überraschung. Ich wusste, es würde nicht lange dauern, bis ihr wieder eine eurer ach so guten Taten vollbringt. Warum machst du so schlechtes Wetter? Es konnte heute niemand spielen. Das ist Sinn der Sache, Eidechsenfuß. Ich kann nie im Sommer draußen spielen. Also verdunkle ich mit meinen schwarz-grauen Wolken die Sonne, damit ihr es auch nicht könnt. Du kannst mit uns spielen. Hab dich! Fröhliche Tagspielchen mit den super peinlichen Pyjama-Helden? Bäh! Das heute war erst ein Test. Aber wenn der Tank voll ist, lasse ich alle Wolken auf einmal raus. Und der Sommer wird vorbei sein! Nie wieder Sommer? Das wäre ja grauenhaft. Ihr beide lenkt Luna Girl ab. Und ich klaue ihren Magneten, kehre ihn um und sauge alle Wolken zurück.
Glaubst du, kannst meinen Mondmagneten stehlen, ha, huh, Catboy? Tja, dann schau, was ich für dich hab. Als ob Wolken mich aufhalten könnten. Na ja, ich weiß, wie wasserscheu Katzen sind. Und das da sind Regenwolken. Mondkräfte, schickt diese Wolken zu Catboy! Keine Sorge, haltet euch nur an den Plan. Ich kann das schaffen. Okay, Catboy. Sei stark! Wow, vielleicht schaffe ich es doch nicht. Ah! Und jetzt Wolken. Regnet auf Catboy, wo immer er hingeht. Hässlichen Wasserwolken! Eulett, du lenkst Luna Girl ab und ich helfe Catboy! Super Eulenflügel! Hier oben, Luna Girl! Fang mich doch! Hey! Gecko, mach schnell! Ich komme, Catboy! Komm schon, Catboy, du kannst es! Ah! Mondkräfte, verfolgt diese Eidechse! Tu sie runter, ich kann nichts sehen! Nur diesem Regen entkommen könnte. Ah! Mein Mondmagnet! Lauf, Catboy, lauf! Komm schon, Catboy! Oh ja! Catboy saust wie der Wind mit seinen super... Oh! Es ist nass, es ist nass! Mondbord! Mehr Wolken! Mehr Wolken! Super Eulenflügel! Nein, 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 Wasser! So nass! Oh, warum ich? Catboy, warum Regen? Hör auf, dir Sorgen zu machen, ob du trocken bleibst. Stoppen wir Luna Girl nicht vor Sonnenaufgang, wird sie den ganzen Himmel verwolken. Es tut mir leid, ich bin total wasserscheu. Aber du hast recht, ich lasse euch nicht nochmal im Stich. Dann nichts wie los. Oh, Mondkräfte, macht diese Wolke größer und mit mehr Regen. Sie soll Catboy überall hin verfolgen. Ich sehe ihn gern wie ein verschrecktes Kätzchen rumrennen. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Oh, ich schaff's doch nicht. Nicht wegrennen, Catboy. Ich brauche dich, um Luna Girl zu stoppen. Und keine Angst, es sind doch nur ein paar Tropfen. Mondkräfte, verfolgt sie. Wo bist du, Luna Girl? Tu sie runter. Göttliche Geckos. Yay, wir können wieder sehen. Damit kommst du nicht durch, Luna Girl. Oh, ich glaube doch. Solange du eine dumme kleine Miezekatze bist, die Angst davor hat, nass zu werden, kannst du nichts daran ändern. Und das bedeutet, ich gewinne. Ich gewinne. Wolken. In eine Reihe und umkreis diesen Katzenjammerer. Nein, nein, miau. Ha, jetzt kann ich zurück und den Tank mit mehr Wolken füllen. Mondkräfte, erschafft mehr Wolken und steckt sie in den Tank. Catboy, hilf uns. Ich kann es schaffen. Nass werden ist schlimm, aber noch schlimmer ist es, seine Freunde hängen zu lassen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Pyjama-Helden, ich komme. Schneller als ein Blitz. Wow, der unglaubliche Catboy blitzt unter den Wolken durch. Wow, er schafft es, dass sie ihm alle folgen. Was? Warte, was machst du da? Wenn ich nass werde, Luna Girl, wirst du es auch. Ah, ich bin klatschnass. Halt! Aufhören!
Sabine. Jetzt muss ich das Ganze nur noch umkehren. Hey! Ja, es funktioniert. Wow! Gecko, schnell! Hilf mir, die Wolken aus dem Tank zu lassen. Alles klar, Catboy. Super Gecko-Muskeln! Erledigt! Alle Wolken sind weg! Und wir haben den Sonnenschein gerettet. Gib das wieder her! Nein! Mein Mondmagnet! Jetzt kann ich ihn nicht mehr benutzen! Ich repariere ihn! Und nächstes Mal kriege ich euch Pyjama-Helden! Du hast es geschafft, Catboy! Wir wussten, du kannst es! Nass zu werden ist eigentlich gar nicht so schlimm. Besonders, wenn man damit seine Freunde retten kann. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ich hab dich gleich! Oh, oh, Wasser! Echt jetzt? Du magst es immer noch nicht? Nein. Aber das heißt nicht, dass ich euch damit nicht da spritzen kann. Eulette und die Mondblume. Ich liebe den Gartenunterricht. Seht mal meine Sonnenblume. Meine ist irre gewachsen. Die ist riesig. Und du bist so schlaff. Hey, wie geht's deiner Blume, Amaya? Ganz gut, richtig gut. Ich finde, du solltest ihr mehr Wasser geben. Ich weiß. Vielleicht stellst du sie auf einen anderen Tisch, wo mehr Sonne hinscheint. Ich weiß, das mache ich als nächstes. Wir helfen dir mit deiner Sonnenblume. Wir waren letzten Sommer in einem Gärtnerclub und haben viel gelernt. Danke, aber ich brauche keine Hilfe. Der Club ist sicher toll, aber ich bin ein Naturtalent. Mit Pflanzen kenne ich mich aus. Ich brauche keinen Club. Vielleicht brauche ich nur ein paar Gartengeräte. Wo sind denn alle Geräte hin? Luna-Motten. Dann hat sie Luna Girl. Wozu braucht sie Gartengeräte? Sie geht doch nur nachts raus. Und Pflanzen wachsen nicht im Dunkeln. Seht ihr, ich kenne mich doch gut aus. Was auch immer sie vorhat, es verheißt nichts Gutes. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. Luna Girl befindet sich irgendwo in der Stadt mit ganz vielen Gartengeräten. Aber wo? Ein Rasen wäre perfekt zum Gärtnern. Im Park, zum Eulengleiter. Luna Girl, wo bist du? Eulenaugen! Eulette, da vorne! Wow! Was ist denn das? Keine Ahnung, aber die würde ich sicher nicht in meinen Garten pflanzen. Und da ist Luna Girl! Girl, was hast du getan? Gefällt euch meine Mondblume nicht? Übrigens benötige ich eure Gartengeräte nicht mehr. Wie sich rausgestellt hat, braucht meine Mondblume nur eine gesunde Dosis nächtlicher Mondstrahlen. Wow, das ist aber eine unheimliche Blume. Eine? Ha! Es wird noch viel unheimlicher. Wartet ab, bis die hier aufgeht und hunderte von Samen herausplatzen. Jeder Samen landet auf dem Boden und wird zu einer neuen Blume und... Ja, und jede dieser Blumen... verstreut noch mehr Samen. Aus denen wachsen wieder Blumen und... Hey, wessen Plan ist das?
Bald wachsen hier so viele Mondblumen, dass kein Platz mehr für andere Blumen sein wird. Wir müssen dieses Unkraut bekämpfen, bevor es den ganzen Planeten übersät. Hm, was haben wir in unserem Gärtnerclub gelernt zum Thema großes, hässliches Unkraut? Ausgraben heißt die Devise. Ganz einfach. Nein, warte. Großes Unkraut hat auch starke Wurzeln. Und die müssen dann alle raus. Wenn nur eine Wurzel übrig bleibt, entsteht daraus eine neue Mondblume. Dann eben alle gleichzeitig. Das ist Gartenarbeit nach Eulettes Geschmack. PJ Mask hat sich verheddert. Fehlen nur noch zwei. Super Katzentempo. Super Gecko Muskel. Ich habe eine Idee. Das Teil wächst doch im Dunkeln, oder? Vielleicht mag es ja kein Licht. Wenn wir den Lichtstrahl des Eulengleiters darauf richten, schrumpft es vielleicht. Warte, was ist mit meiner Ausgrabidee? Ich kenne mich auch mit Gartenarbeit aus. Schon vergessen? Das mit dem Ausgraben hat nicht wirklich funktioniert. Vielleicht nicht mit der Schaufel, aber wie wär's mit den Eulengleiterkrallen? Ich umkreise sie und grab sie dabei aus. Und halte mich diesmal von diesen klebrigen Fangarmen fern. Und jetzt wird gebuddelt. Sieh an, Zeit für PJ-Unkrautvernichtung. Oh, ich hänge fest. Schon wieder. So ein Pech aber auch. Flatternde Federn. Ich hab dich. Super Gecko-Muskel. Ah! Lass meine Freundin in Ruhe, Luna Girl. Hey, holt mir meinen Mondmagneten! Fast geschafft! Das glaube ich nicht, Eidechsenfuß! Gecko, Vorsicht! Hey! Mach schon, Mondblume, wachse! Und lass deine Samen frei, damit hier kein Platz mehr für andere Blumen und dergleichen ist. Puh, also graben funktioniert definitiv nicht. Sieht so aus. Hey, was würde wohl passieren, wenn wir sie gießen? Gießen? Aber davon wachsen Pflanzen doch. Schon vergessen? Das ist keine Pflanze, nur ein seltsames Mondgewächs. Wenn wir es gießen, schrumpft es vielleicht. Moment mal, dieser Schlauch bringt mich auf eine Idee. Wir könnten mit dem Schlauch ein Lasso bilden und die Pflanze dann runterziehen. Eulette, also ich weiß nicht so recht. Lasst es mich einfach versuchen. Ich weiß ja, dass ich nicht in eurem Club war, aber ich kenne mich trotzdem mit Gartenarbeit aus. Eulette, warte! Hä? Hey, du, Federvieh! So, und jetzt muss ich nur noch ziehen! Halte Luna Girl auf, Catboy! Gecko! Die Motten! Sie werden rausgeschleudert und das ist alles meine Schuld. So ein Pech, ihr Pyjama-Plagegeister. Gackernder Gecko. Sie wachsen überall. Luna Girl bekommt bald ihren Mondgarten. Er wird die Stadt überwuchern und alle anderen Pflanzen vernichten. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Sie hat recht. Ich hätte euch um Hilfe bitten sollen. Aber ich wollte euch beweisen, dass ich mich mit Gärtnern auskenne, obwohl ich nicht in diesem Club war. Ist okay, Eulette. Habt ihr jetzt irgendwelche Ideen? Ich bin ganz Ohr. Ich versprech's. Was können wir tun? Was können wir tun? Diese Samen sind überall. Oh. Sie fliegen dahin, wo der Wind sie hinträgt.
Moment, das ist eine tolle Idee, Gecko. Wohin der Wind sie trägt, wir müssen nur dafür sorgen, dass der Wind sie in die richtige Richtung weht. Ich weiß, was wir tun, aber ich brauche so viel gärtnerische Unterstützung wie möglich. Und was hast du vor? Kommt mit! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Bereit, Gecko? Es wird Zeit für unsere Operation Unkrautwind. Bereit, Catboy? Bereit. Super Eulenflügelwind. Sie, alle Samen. Ach ja, dann seht mir zu, wie ich neue wachsen lasse. Und jetzt probieren wir deine Idee aus. Normale Pflanzen lieben viel Licht und Wasser. Aber dieses Mondunkraut vielleicht ja nicht. Yay! Es funktioniert. Pyjama-Plagegeister! Ich komme wieder! Wir haben es geschafft! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Und der Preis für die beste Sonnenblume geht an... Amaya! Ja! Ich möchte mich bei Connor und Greg für ihren Blumenrat bedanken. Es ist toll zu wissen, wie viel Wasser und Licht so eine Pflanze braucht. Nein, ehrlich, das ist auch euer Pokal. Cool! Gewonnen!